Janik! 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 Oh! Eine Socke. Die scheint vom Janik zu sein. Meint ihr, wir finden den Janik wieder und die Socke kann uns dabei helfen, den wieder zu finden? Wie ist das denn hier bei den Rettungshunden eigentlich? Erklär uns doch mal ein bisschen was über die Rettungshunde, einfach so ein paar Basics, was man dazu wissen muss. Ja, Luca, erstmal vielen Dank, dass ihr hier an so einem warmen Tag bei uns seid und dass wir so früh anfangen konnten mit euch, weil zur Mittagshitze wollen wir natürlich mit den Hunden nicht raus. Deswegen wollen wir das Ganze so schnell wie möglich heute Morgen durchziehen. Unsere Rettungshunde sind bei uns im Unternehmen der ehrenamtliche Teil, das heißt, die kriegen dafür kein Geld, die sind nicht bei uns angestellt, die machen das wie die Freiwillige Feuerwehr oder anderen Hilfsorganisationen, alle ehrenamtlich, werden aus der Freizeit heraus alarmiert. Wir haben aktuell zwei Standpunkte bzw. Standorte. Einer davon ist in Kelsterbach, hier am Frankfurter Flughafen, und einer davon ist im Bereich Marburg zu finden, so dass wir quasi für den Bereich Südhessen und Mittelhessen einsatzklar sind und auch jährlich 50 bis 70 Einsätze tatsächlich haben. Okay, doch so viele. Genau. Wir haben aktuell 5 polizeilich geprüfte Rettungshunde, beziehungsweise polizeilich geprüfte Mantrailer und 15 Teams im Bereich Flächensuche. Okay. Und somit kommt auch diese hohe Einsatzzahl zustande, weil wir die Hundestaffel sind mit aktuell im Rhein-Main-Gebiet mit den meisten Mantrailern. Ich habe gehört, der Janik ist vermisst. Wie können wir den jetzt finden? Meinst du, den finden wir wieder? Also grundsätzlich sollten wir erstmal erklären, ob ihr ihn überhaupt wiederfinden wollt. Ansonsten habe ich von ihm mal einen Geruchträger gesichert. Den werden wir jetzt einen Hund vorhalten und ich denke, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch gefunden wird. Das ist ein Mantrailer, der arbeitet nach Individualgeruch, ist ein Rhodesian Ridgeback und arbeitet an der Leine und wird hauptsächlich eigentlich in der Stadt eingesetzt und gar nicht in solchen Gebieten. Also eher seltener arbeiten eigentlich die Flächenhunde, aber wir schauen mal, was er macht. Der Hund wird jetzt angesetzt, bekommt den Geruch vor die Nase gehalten, bekommt sein Kommando dazu und dann geht's los. Check and go! Ihr seht, der Hund hat jetzt die Pferde bekommen, den Geruch von der Dame, die vermisst ist. Kreuzungsarbeit ist immer relativ schwierig. Er geht dann normal in alle Kreuzungen ein Stück rein, weil der Geruch von der Person, der ist jetzt nicht genau da, wo wir laufen, sondern jetzt nimmt er zum Beispiel den Kopfhuf, das sieht man ganz schön. Das heißt, hier hat er keinen Geruch mehr, jetzt dreht er sich gleich ein und wird in eure Richtung wieder weglaufen. Das heißt, unser Weg ist nicht der richtige. Genau, der Geruch von der Person fällt nicht exakt hier runter. Das heißt, wenn jetzt ein Auto im Straßenverkehr oder ein Fahrrad an uns vorbeifährt, dann trägt er die Geruchspartikel mit. Ja. Deswegen kann es schon sein, dass der Hund auch mal eine Straße parallel läuft. Wir laufen manchmal Trails, die sind 24 Stunden oder älter. Okay. Und da verteilt sich der Geruch der Person natürlich. Ja. Und da auch ganz faszinierend, dass wirklich so ein Trailer, wenn man den jetzt im Bahnhof ansetzt, wo am Tag tausende Menschen rumlaufen, wirklich diesen einen Geruch von dieser einen Person immer noch rausfiltern. Gehen wir da rein und schauen wir mal. Genau, privates Schnuppern ist zum Teil erlaubt, manchmal aber auch verboten. Das entscheidet das Frauchen. Das ist jetzt bei den Trailern ein bisschen schwierig, weil wir an der langen Leine arbeiten. Das ist natürlich, hier würden wir jetzt eigentlich die Flächenhunde reinschicken, die dann später steht. Genau. So, Person gefunden. Wie gesagt, eigentlich hier in dem bewaldeten Gebiet hätte man jetzt schon die Flächenhunde losschicken können. Die sind natürlich ein bisschen flinker ohne Leine hinten dran. Ansonsten hat er schön gezeigt, den Weg hoch, dann ist er ein Stückchen weiter. Das hängt aber auch immer mit dran, wie ist die Witterung jetzt hier, zieht der Wind weg.
bei den Temperaturen steigen die Geruchsmoleküle auf. Also es gibt Fälle bis 76 Stunden roundabout. Idealerweise 24 Stunden ist ganz gut. Das ist auch das, was die Hunde in der polizeilichen Prüfung machen müssen. Da ist ja die Spur 24 Stunden alt. Je frischer, desto schwieriger tatsächlich. Also das ist sehr schwierig, weil der Geruch sich noch nicht gesetzt hat. Aber ansonsten ist es schon möglich, dass die 2-3 Tage später, nachdem die Person vermisst wurde, noch eingesetzt werden können. Falls ihr dem Blaulichtkanal noch nicht folgt, dann lasst doch mal ein Abo da. Wie werdet ihr denn alarmiert zu sowas oder wie läuft das denn überhaupt ab? Weil du sagst, ihr habt Einsätze, wie läuft dann da die Alarmierungskette ab? Also grundsätzlich ist es immer eine Polizeilage. Mhm. Die Feuerwehr wird zwar oft mit hinzugezogen, einfach weil die das Equipment mitbringen und Manpower. Allerdings wird inzwischen mehr auf Hunde auch gesetzt. Das heißt, dieses ganz klassisch mit Menschenketten durch den Wald laufen, gibt es auch nicht mehr. Ja? Man ist jetzt darauf gekommen, dass Mantrailer bzw. auch die Flächenhunde in dem Gebiet viel schneller sind. Mhm. Und so ist es, wenn jemand vermisst wird, dass die Polizei in der Regel erstmal alleine anfängt zu suchen und wir dann irgendwann im Laufe des Einsatzes dazu alarmiert werden. Das passiert in der Regel entweder direkt oder über die zentrale Leitstelle hier im Kreis Groß-Gerau. Die alarmieren uns ganz normal über Pager und dann setzt sich die Rolle quasi in Bewegung. Und wie lange kann jetzt das nach der Vermisstenmeldung sein, dass ihr alarmiert werdet? Gibt es dann ein bestimmtes Zeitfenster, bis zu dem ihr sagt, bis dahin können wir die Person mit dem Hund finden und danach nicht mehr? Oder? Ja, das ist sehr, sehr, sehr individuell. Also nachweisbar haben wir mal einen Einsatz gehabt, da war die Person eine Woche verschwunden. Da hat uns die Polizei bestätigt, dass er sich zum Schluss in dem Bereich aufgehalten hat. Mhm. Optimal ist alles sowas mit 24, 48 Stunden. Das ist auch so in der Regel der Radius, wenn wir mit alarmiert werden, weil die Polizei vorher schon alleine sucht mit Hubschraubern etc. Und dann kommen wir meistens erst in den Einsatz. Wie ist das bei den Temperaturen? Du hast ja angesprochen, ist ja sehr heiß. Gibt es da auch Temperaturbereiche, in denen die Hunde nur arbeiten können? Wenn es zu kalt ist, geht es nicht. Wenn es zu warm ist, geht es nicht. Oder wie ist das? Ist das witterungsunabhängig? Nee, witterungsunabhängig ist es nicht. Da ist aber die Hitze tatsächlich das größere Problem, weil die Hunde haben im Gegensatz zu uns keine Sohle unter den Füßen. Und wenn die über diesen heißen Asphalt laufen, gerade die Mantrailer, die sind eher meistens im städtischen Bereich zu finden, die haben keinen Asphalt unter den Füßen und entsprechend muss man halt schauen, dass es nicht über 30 Grad ist, weil der Boden dann schon Temperaturen bis zu 50 Grad annehmen kann. Bei euch gibt es zwei Arten der Rettungshunde. Welche sind das denn und wie lange dauert denn überhaupt die Ausbildung zum Rettungshund? Genau, wir führen einmal die Mantrailer. Das sind Hunde, die suchen nach Individualgeruch einer Person. Zum Beispiel, wenn der Opa demenzkrank vom Spaziergang nicht zurückgekommen ist, dann gibt man ihm eine Zahnbürste, einen Socken, irgendwas. Er sucht dann individuell diesen einen Menschen. Die Flächenhunde suchen im Wald einfach nach menschlicher Witterung. Das heißt, die würden prinzipiell jeden, der in dem Waldstück liegt, sitzt, anzeigen und nicht nur eine bestimmte Person. Für die Arten, gibt es da bestimmte Rassen, die da geeignet sind oder kann das prinzipiell jede Rasse? Wie ist das denn? Prinzipiell kann das erstmal jede Rasse. Besonders geeignet sind natürlich die Jagdhundrassen, weil denen das einfach ins Blut gelegt ist. Die haben die Nase dafür, die sind für die Jagd ausgebildet. In dem Fall jagen sie halt Menschen und kein Wild, macht aber für den Hund keinen Unterschied. Mhm. Von daher da erstmal alles geeignet. Von der Größe her sollten sie nicht ganz zu klein sein, sie müssen über Stock und Stein. Das ist dann schon wichtig, dass man ein bisschen Hund auch an der Leine hat, aber ansonsten alles geeignet. Wie zeigen denn die Hunde an, dass das genau diese Person ist, die gesucht wird? Die Hunde lernen das in der Ausbildung zu unterscheiden. Und zwar gibt es das sogenannte Opferbild, was wir den Hunden beibringen. Das heißt, wenn eine Person jetzt zum Beispiel am Baum liegt oder angelehnt ist, dann zeigen sie das an. Das ist für die Hunde dann das, was sie suchen. Wenn jetzt Spaziergänger vorbeilaufen und quasi agil sind, ignoriert jeder Hund. Macht ihr das privat oder gibt es da eine Schule für und wie lange dauert das denn überhaupt, diese Ausbildung? Eine Schule gibt es leider nicht. Das heißt, der Hundebesitzer ist auch der Hundeausbilder in dem Fall. Wir haben zwar die Ausbilder staffelintern, die uns das natürlich dann an die Hand geben, aber ich mit meinen eigenen Hunden bilde die aus. Die Ausbildung dauert zwischen 2 und 3 Jahre. Bei den Flächenhunden sagt man ungefähr 2 Jahre, bei den Mantrailern etwas länger mit 3 Jahren. Und wird alles in Eigenleistung erbracht. Wir haben 2-mal die Woche Training, das heißt, da kommen schon ein paar Stunden zusammen, die man dann mit dem Hund ackert. Wichtig zu sagen ist ja auch, dass ihr das alle ehrenamtlich macht und das in eurer Freizeit noch auf euch nehmt, zusätzlich zum Job. Das Ganze läuft ehrenamtlich, das heißt, wir bekommen nichts dafür. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich im Einsatz ist und das Kind gefunden hat oder den demenzkranken Opi der Omi zurückbringt und das Gesicht sieht, ist das halt Bezahlung genug in dem Fall. Und den Hunden macht's Spaß. Ich denke mal, eine Prüfung muss auch abgelegt werden, wenn man sowas machen möchte. Wie ist das denn? Gibt es da eine Prüfung, die man bei der Polizei oder sonst wo machen muss? Und unterscheidet sich das auch nach Bundesland oder ist das in jedem Bundesland gleich? Kann ich, wenn ich jetzt hier in Hessen meine Prüfung abgelegt habe, in ganz Deutschland quasi mit meinem Rettungshund retten oder geht das dann wirklich nur in Hessen?
Das wäre sehr schön, wenn das gehen würde. Das geht leider nicht. Bei den Flächenhunden folgt die Prüfung unter den Staffeln. Das heißt, dann kommt ein staffelexterner Prüfer her, um die Hunde zu prüfen. Mit den Mantrailern muss man jeweils zur Polizei. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Hessen muss man die Prüfung einmal bestehen, dann darf man hessenweit in Einsätze. Okay. In Rheinland-Pfalz ist es zum Beispiel so, dass man alle 2 Jahre erneut zur Prüfung gehen muss, dann wieder bei der Polizei mit dem Hund. Die Flächenhunde werden alle 3 Jahre wieder geprüft. Kann da jeder kommen und kann da mitmachen oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um bei den Rettungshunden dabei zu sein? Es kann sich jeder melden bei uns, immer gern zum Reinschnuppern einfach mal vorbeikommen, vielleicht vorher anschreiben und man muss immer gucken, ist der Hund geeignet, ist der Mensch geeignet, da sind auch nicht alle geeignet und je jünger der Hund ist, desto besser natürlich, weil je jünger, desto schneller lernt er das Ganze, also älter als 2 Jahre sollte der Hund nicht sein. Geeignet als Mensch bedeutet in dem Fall, dass man viel Freizeit mitbringt. Das Ganze besteht ja nicht nur aus dem Training während der Woche und am Wochenende, sondern wir werden geschult in Erste Hilfe, im Funken, Karte Kompass. Also das ist alles recht umfassend. Es gehört nicht nur dazu, dass man den Hund ein bisschen bespaßt und er dann müde ist. Von daher finden sich da wenig Leute, die die Zeit aufbringen können und wollen, nachts um 3 alarmiert werden, in Einsätze gehen. Das gehört halt alles dazu. Von daher muss man dann immer gucken. Ein halbes Jahr ist Probezeit und dann schaut man, ob Mensch und Hund sich dafür eignen. Dem werden wir jetzt einen Hund vorhalten und ich denke, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch gefunden wird. Ja, schon krass, wie schnell der Hund mich eigentlich gefunden hat. Also da hatte ich eine sehr gute Überlebenschance. Sehr beeindruckend, hätte ich echt damit gar nicht gerechnet, dass das so fix geht. Das war's hier aus Kelsterbach. Wenn ihr noch mehr Hunde sehen wollt, hier oben waren wir bei einer großen Kallesübung, da waren auch Rettungshunde dabei. Und hier unten geht's zu einem Video von Reporter, die auch eine Hundeausbildung machen, aber eine Ausbildung der etwas anderen Art. Und vergesst nicht zu liken, zu teilen, zu abonnieren. Ah!